TV21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen. Wir haben mit Freude vernommen, wir haben den zukünftigen Intendanten der Bühne Baden hier stehen. Ja, gleich zwei auf einmal. Also beziehungsweise einmal Ronacher Raimund, genau, und einmal Baden, genau, der künstlerische Leiter. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Wo liegt da die Herausforderung? Auf jeden Fall zu überraschen. Natürlich steht Baden für Operette, neuerdings auch für Musical. Und da jetzt aber so richtig zu rocken und zu schauen, dass wir tolle Titel bekommen, dass wir tolle Darsteller bekommen und tolle Teams. Ich glaube einfach die Überraschung, das Grundgesetz des Theaters. Absolut. Ronacher, ein, ja, wie sagen wir, ein Kulthaus, oder? Das Theater sowieso, schon seit über 100 Jahren. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass Rock Me Amadeus, das Falco-Musical, so gut ankommt. Es ist wirklich jeden Tag ausverkauft und das kann man ja nur hoffen als Theaterdirektor und sich wünschen. Und wir sind sehr dankbar. So ist es auch, glaube ich, schwer zu toppen. Ja, wir versuchen es immer wieder. Also die Show davor war ja auch ausverkauft. Der Klöckner, aber natürlich, die Latte hängt jetzt sehr hoch. Ist das Geheimnis des Ronachers, dass das so funktioniert? Wir hören auf unser Publikum, wir versuchen wirklich zu verstehen, was möchte das Publikum sehen, was interessiert unser Publikum. Und da muss man schon, Garantien gibt es nie, aber man muss schon da ein Gespür haben, was ist interessant, was liegt in der Luft. Und vielleicht ist uns das ja ein paar Mal gelungen. Ja, schaut so aus, ja. Baden, würde ich mal sagen, Baden ist eine Stadt, die sowohl Tradition, aber auch mit Moderne verbindet. Absolut. Ist das auch eine Herausforderung fürs Theater? Und genau das ist mein Konzept auch, tatsächlich, also sowohl auf die Tradition zu setzen, als auch auf Innovation. Und genau diese Mischung wird mein erstes Spiel ja auch und meine erste Spielzeit ausmachen. Tradition, Innovation, Evolution statt Revolution. Wunderbar, das hört sich total gut an. Ja, wenn man sowas hört, weiß man, die Kultur geht weiter und die Kultur kann Menschen noch sehr wohl anziehen, oder? Absolut. Und Wien ist die Stadt der Kultur, der Musik, Theater. Und deshalb fühlen wir uns beide hier sehr wohl. Und das macht hier besonders viel Spaß, weil die Menschen das wirklich lieben. Und man spürt Grundbedürfnis des Menschen. Man spürt diese Passion im Theater. Ja. Das beeindruckt mich jeden Abend, auch im Raimundtheater, wo wir Phantom der Oper spielen. Immer wieder aufs Neue, wenn ich selbst im Publikum bin, dass die Leute so bewegt sind und so emotional mitgehen. Und das freut mich dann, wenn das gelingt. Genau, Raimundtheater habe ich ja fast vergessen. Es ist ja auch ein Traditionshaus, ja. Und ein sehr beliebtes Haus. Ja, sehr beliebt. Auch schon ein altes Haus, ein historisches Haus. Wir haben es ja gerade sehr aufwendig renoviert. Und da passt Phantom der Oper besonders gut hinein in dieses Haus. Renovierung erspart sich Baden. Renovierung erspart sich Baden. Vorerst ja, genau. Wir konzentrieren uns mal ganz auf das Künstlerische und schauen mal in den nächsten Jahren, genau, was da noch geht und was man da auch noch zusätzlich erneuern kann. Wie wichtig Kultur ist, hat man in der schlimmen B-Zeit gemerkt, wie es den Menschen abgegangen ist. Und da weiß man, Kultur ist einfach wichtig und man braucht sie zu jeder Zeit. Absolut. Es war natürlich die große Befürchtung, dass die Leute danach nicht mehr ins Theater gehen. Aber tatsächlich sehen wir, die Leute wollen Theater und gehen ins Theater. Und insofern freuen wir uns natürlich sehr, dass sowohl Rock Me Amadeus so gut läuft, als auch Phantom der Oper. Und ich drücke natürlich die Daumen für Baden dann natürlich, dass die Leute von Wien auch natürlich mich in Baden auch besuchen kommen. Bin ich überzeugt davon. Und wie gesagt, das sind beides Stücke, die sind fantastisch. Sowohl, ihr wisst nicht, was mir besser gefällt, am besten beide anschauen. Am besten beide anschauen. Der Trend geht beide Stücke anzuschauen. Er hat ja Rock Me Amadeus inszeniert. Genau. Ja. Jetzt vielleicht kann man schon ein bisschen was, weiß man schon, was in Baden jetzt als großes Highlight kommen wird? Oh ja. Doch. Ja. Dürfen wir es erfahren? Ich weiß es. Aber es ist noch ganz geheim und natürlich, wir sind in den Vorbereitungen der ersten Spielzeit, aber ich glaube, es können sich alle darauf freuen. Es wird auf jeden Fall ein großer Titel, mit dem das Haus eröffnet wird. Wir werden ungeduldig darauf warten. Ja, ich freue mich schon drauf. Das sage ich recht herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. TV21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.